Also, es kommt immer drauf an. Auf das Trinkgeld, wer noch verdrückt wird. Das ist da drüben, ist der Saalach-Stausee. Das ist deswegen der Stausee, weil da unten ein Wasserkraftwerk ist. Das ist da unten, wo man sieht, unten, unten links, das heißt da. Ah, ja, genau. Da geht's durch. Okay. Und raus gehen wir jetzt davon, dann wieder auf der anderen Seite vom Berg, also im Berg ist der Spannungsrad. Ah, okay. Da fließt durch. Aha. Das ist eines der ersten, die die Deutsche Bahn gebaut hat. Ja. 1913. Die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. Für was? Für was? Das ist ganz einfach. Die haben wir da aus der Konstruktion gehabt. Die Bahn ist noch nicht. Ist noch mit diesem. Ja. Dann heißt sie drauf. Ja, das lag daran, dass viele Touristen zu der Zeit auch schon da waren. Und durch die ganzen Dampfloks hat man unglaublich viel Smog da gesehen. Und dem wollten sie entgegenwirken. Und deswegen haben sie das gebaut. Mit Strom. Mit Strom. Okay. Das kann man vorstellen. Das kann man vorstellen. Kann man einmal im Jahr besichtigen, ist echt interessant. Dass man noch eine richtige Nostalgiekraft wird. Wir einmal im Jahr, nur an einem Tag. Das kann man nur an einem Tag machen, und zwar dann, wenn kein Wasser durchgeht. Ja, okay. Ansonsten wird es ja Strom produziert. Die Eins, genau. Genau, die Eins. Nicht so gern sein, Mann, oder? Ja, das schaut so aus. Nein, das ist nicht kritisch. Also, die ist bestimmt nicht kritisch. Ist das vielleicht der Notausstieg? Tatsächlich ist er das. Nein, das ist doch. Da sind wir nicht mit aufgenommen und gesagt, ja, klappt. Das geht noch Gewicht. Nein, das ist nicht. Das heißt, wo wir es denn rummachen, ist der noch mit Schrank ziehen. Den kann man jederzeit hochziehen. Den kannst du jederzeit hochziehen. Wie ist da unten ist Bergematerial drin. Was ist denn? Bergematerial. Nein. Tatsächlich ist das da unten drin. Okay. Irgendwo muss man es ja haben. Ja, klar.
Zeile und so sagen, oder was? Sogar Winde. Ja. Ja. Du baust die hier oben fest. Mhm. Aha, dann lass die oben Winde zu draus. Ja, so einfach auch wieder nicht. Also, selbst wenn sie einer nicht traut. Der kommt oben. Oben kommen wir immer so. Aber jetzt kommt das große Problem. Wir haben das zwei Stellen, wo es geht. Einmal an der höchsten Stelle in der Mitte und einmal da unten. Ja klar, wir haben ja sonst Baum überall, wir müssen abseiten. Ja, auf die Baum halt oder gerade in der klettern den Baum hoch. Nein, das macht nicht mal. Also bevor ich da gar nicht mehr komme, das darf ich schon probieren. Ja, da gibt es ja Möglichkeit Nummer zwei noch. Deswegen haben wir ja Seil mehr. Wir können Berge ganz unten einhängen, wenn die Bahn stehen bleibt und da vorne hinfahren und dann kannst du gerade übersteigen. Okay. Die Berggondeln sind die Gondeln, die unten im Tal stehen, rechts und links bei der Einfahrt. Ja. Okay. Also, ich kann eigentlich gar nichts passieren. Ja, kann außer die Reisten voll noch was. Aber sonst. Da passiert auch noch nichts. Da ist ein Kind, Albert. Da passiert auch noch nichts. Die verzählen Märchen. Du, das ist ein Märchen. Weil bei uns funktioniert das nicht. Ich bin schlecht, dass du auch verfolgt, oder? Das glaube ich. Der hat doch eh nichts. Und der Mu ist auch schief, dass er aufgefahren ist. Aber da muss ich sagen, ich habe in der neueren Seilbahn mehr Schieß als in der Seilbahn. Echt? Ja, tatsächlich. Doch auch Schieß. In der neuen Seilbahn? Ja, wenn sie stehen bleibt, habe ich schon ein Problem. Okay. Also ich könnte mich zwar abseilen und so, das ist alles gar kein Problem. Ja. Nur ich weiß ganz genau, wie lange der Mist dauert. Okay. Bei einer neuen Seilbahn. Aufs Klo musst du nicht, darfst nicht müssen. Nein, da darfst du gar nichts mehr. Ja, da kommt also bei der neuen Seilbahn ist es so, Bergung muss innerhalb von 45 Minuten eingeleitet werden. Mhm. Jetzt kommt aber das Problem in komplett Österreich. Wenn ein großer Fehler auftritt, geht das alles nach Wien. Na? Ja, zu einer Zentrale. Da leuchtet dann ein Lämpchen, die Seilbahn ist kaputt. Mhm. Das ist toll, weil die in Wien wissen ja ganz genau, was da kaputt ist. Nee, wissen sie nicht. Mhm. Also folglicherweise wird es dann erstmal kompliziert. Das wird wirklich nur komplett aus. Darum dauert das manchmal so lange. Das dauert in der Österreich. Richtig. Und das mit der neuen Technik. Bei ihm geht es ja noch besser. Okay. Aber mit der alten Technik hast du das Problem nicht. Weil wenn du einen Blitzeinschlag hast, verreckt er die neue Technik. Und mit der Technik und Züge könnte es wieder fahren. Das ist cool. Das hat schon was, die alten Sachen. Ja. So ist das nicht. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Weil die Bahn wird ja nur mit Weizenschalter gefahren. Mhm. Also früher die ganz alten Diesel-Loks an der Autobahn. Ja, ich kenne Watzenschatten. Genau, die Bahn wird mit dem Watzenschatten noch gefahren. Die haben es alles digital bei den Neuen. Das ist komplett digital. Ja, genau. Und lass da einen Fehler irgendwas aufdrehen, ist vorbei. Ohrfehler im Überwachen, Leitner-System ist vorbei. Und da ist einmal eine Überspannung geschaut durch was und was versagt die Steuerung. Ja, dann ist die SPS kaputt und dann musst du den Fehler finden, dann musst du den Bauteil von der SPS dauern. Ich kenne aus dem. Jedes Bauteil hast du natürlich nicht da, weil die einzelnen Bauteile ja echt sauteuer sind von der SPS-Steuerung. Ja, das Neue ist nicht unbedingt immer das Bessere. So ist das nicht.